Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarze Edition. Wir kamen beim letzten Mal auf Route 2 an. Route 2 kamen wir hier an. Und, ich habe meinen Random-Kai trainiert, müsst ihr wissen, meine lieben Kinderchens. Und zwar auf Level 11. Also zwei Level etwas, ja. Ich habe es zwei Level erhöht gehabt und ihr seht, ist immer noch nicht so das Wahre hier. Ja. Mit den Stats, mit den Werten. Aber unser guter Random Kai hat Wickel gelernt, was auch eine recht schwache Attacke ist. Und da freuen wir uns drum. Und mal gucken, vielleicht fangen wir hier in diesem Part sogar schon das nächste Pokémon für unser Team. Ich hoffe es. Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf den Wegen bleiben, da nur Pokémon nur im hohen Gras angreifen. Ach echt, sag an. Tipps für Trainer. Pokémon, die an Kämpfen teilnehmen, erhalten Erfahrungspunkte. Entschuldigung. Das tut mir echt leid. Daher solltest du deine Pokémon viele Kämpfe bestreiten lassen, damit sie an Erfahrung und Stärke gewinnen. Okay, und das war ein fieser Trainer. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es sich richtig ins Zeug legt. Dann kämpf mit mir, du Schlampe! Göre Mali mit einem Fililu. Okay, sind wir ein bisschen overpowered, aber es ist mir egal. Wir machen ein paar Tackles und hoffen, dass das klappt, ne? Unser Random Kai braucht auch nicht mehr lange zur nächsten Entwicklung. Ich glaube, noch 5 Level sind's. Und dann, ja, gibt's schon die erste Entwicklung, die ich nicht mal kenne. Ich kenne nur die ersten Starter, also Floink, Serpifeu und Otaro. Mehr kenne ich nicht. Mein Pokémon ist total süß und so weiter und so fort. Und der Text ging mal wieder richtig schnell weg. Okay, ciao. Mach's gut. Oh, Kinders, ey, ich brauche jetzt langsam mal wieder ein Pokémon. Ohne Scheiß. Ich kann hier nichts anfangen mit einem Fililu oder so. Das ist nichts für mich. Und da ich ja gerade eben schön fleißig trainiert habe, können wir die Kämpfe auch gern skippen und wir flüchten dann einfach mal. Hallo. Oh Gott, ich möchte nur diesen Trainer ansprechen. Ist das dein Ernst? Also hier auf dieser Route gibt es echt nur Yorklefs und Fililus. Ohne Scheiß, das regt mich ein bisschen auf, du, hör mal. Hör mal, da kann ich kotzen, wenn ich so weit sehe, du. Hör mal. Na? Yorklef vor, Yorklef vor. Los, mein Yorklef, zeig's ihnen. Das hat sich gar nicht gereimt. Hey. Oh, Teenager. Oh, hallo. Mit seinem Level 7 Yorklef. Den wir natürlich das ein oder andere Mal sexuell penetrieren mit deinem Rankenhieb. Nicht wahr? Ja, geht, ne? Ich glaube, die Tackle zieht sogar mehr ab. Leider, leider. Denn wir haben ja im letzten Part gemerkt und gelernt, dass Tackle plötzlich 50 Stärke hat. Anstatt 35. Wie noch in einigen Editionen davor. Warum ist das nur so, Game Freak? Wollt ihr die ganz schlechten Attacken aufwerten oder was? Hör mal, da gibt's ja nicht. Solche Attacken setzt man bei Pokémon ein? Was? Ja, so ist es. Na, Schild. Route 2. Sag an! Ein Mogelbaum, hallo! Doch kein Mogelbaum. Warum ist das kein Mogelbaum? Es sieht genauso aus. Und ich dachte, da wäre so ein Pokéball, den man sich spitzen könnte, aber war wohl nicht so. Apropos Pokéball. Items. Hier müssen wir auch auf versteckte Items aufpassen, meine lieben Kinderchen. Es kann gern mal sein, dass irgendwo in welchen Lücken ein paar Pokebälle oder Items zu finden sind. Dann müssen wir die Augen aufhalten. Das heißt, falls ich irgendwo mal so eine richtig offensichtlich mäßige Stelle übersehen sollte, wo ein Item zu finden war, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel sowas ist richtig verlockend hier, so eine Lücke. Wisst ihr? Oder hier. Ich werde hier noch zum richtigen Schatzjäger, ey. Was geht denn hier ab? Und wo geht's hier lang? Ach, zu den Pokébällen, die wir in Garvina gesehen haben. Okay, ein Pokéball. Nice. Sehr schön. Und ein Trank. Voll schön. Ja, falls ihr euch noch erinnert, oben auf diesem Erhöhung in Garvina war ja so ein Typ, der auf diesen Berg hier geguckt hat. Und da waren genau diese Items. Und da habe ich mich gefragt, oh, diese Items, sie sind so nah, doch so fern.
Und jetzt habe ich sie endlich. Ich bin froh, meine lieben Kinderchens. Ich bin richtig froh. Okay. Sind wir denn jetzt mal in der nächsten Stadt oder so? Hey, Kai! Na, hast du Bock? Na los, lass uns kämpfen, Bitch. Wenn kürzlich gefangene Pokémon oder mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden, fangen wir an. Oh nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Gegen Bell! Muss das sein? Ich bin so tollpatschig, ich fliege schon fast hin beim Pokéball rausholen. Ein Level 6, Yorkleff. Voll süß aber. Voll süß aber. Dann gibt es erstmal eine Tackle und ich hoffe, dass das so die Hälfte abzieht. Hälfte oder so etwas. Ja, genauso habe ich mir das gedacht. Etwas mehr über dem gelben Bereich. Du wirst schon sehen, meine Pokémon und ich werden alles geben. Kommt gleich noch. Sharon will mit uns kämpfen. Oder ist der Streber ja schon in der Arena von Orion City und kämpft gegen den Arenaleiter? Hä? Bitch? Kannst du mir das mal sagen oder so? Und Trank? Ach bitte, ist das dein Ernst? Nee, also nee, jetzt greife ich aber an, du. Jetzt ist mir aber egal. Ich hab dich verschont, aber jetzt gibt's auf die Fresse und demnach... Ja, wirst du sterben. Ja, pass mal auf, ey. Hör mal. Und du kannst, da können wir schon lange. Hör mal. Oh, fast Level 12. Geil. Und Otaro. Oh. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Noch ist nichts verloren. Obwohl? Wovor habe ich denn Angst? Wir sind ja am Typenvorteil, Mann. Was geht? Richtige Fleischpeitsche in die Fresse, Alter. Eine richtige Random-Kai-Peitsche in die Fresse gehauen. Wie kann das sein? Stehe ich wirklich schon so kurz vor dem Aus? Yo, guck dir das an. Bam. Random-Kai-Peitsche in die Fresse. Da läuft dem, oh, dem Otaro glatt oh, die weiße Flüssigkeit runter. Oh. Nein, ein Sieg war wohl echt nicht drin, du. Puh, du bist echt stark, Kai, Mann. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also bis dann. Hättest du kein... Ja. Ja, ja. Hättest du dein Pokémon-Team ein bisschen mehr trainiert, wäre alles okay gewesen. Und wir sind tatsächlich in Orion City. Hier ist anscheinend die erste Arena des Spiels. Und hier ist ein Pokéball, meine lieben Kinderchens. X-Tempo. Wie ich finde, sind die X-Items, die für mich unnötig sind im ganzen Spiel. Die sind von mir nie verwendet worden, egal was war. Und ich hasse die einfach. Ich benutze die nie. Einfach nur unnötig. Einfach unnötig, Alter. Ohne Scheiß. So, dann werden wir erstmal die Stadt erkunden, bevor wir das Pokécenter machen. Pokécenter? Die Arena. Bevor wir in die Arena gehen. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder, du Bitch. Na? Also, mir war das ja vor kurzem noch nicht bewusst, ne? Aber je mehr Orden man hat, desto mehr verschiedene Items werden im Laden angeboten. Echt? Das war in Pokémon Terror nicht so. Da war immer alles scheiße. Schnappst du dir auch immer schön alle Pokémon? Je mehr du an deiner Seite hast, desto besser sieht es für dich aus im Kampf. Und außerdem macht es riesigen Spaß, dein Pokédex und die Boxen aufzufüllen. Ja, das Problem ist, würden dann nicht nur Yorkleffs rum hantieren und Feliluz, dann würde ich auch mal hier mehr Pokémon fangen. Kinders. Als ich angefangen habe, bin ich auch erstmal brav auf die Trainerschule gegangen. Aber dann habe ich geschwänzt und bin jetzt ein Junkie auf der Straße. Wenn der Typ eines Pokémon und einer Attacke gleich ist, so steigt die Stärke. Das hat mir ein Arenaleiter verraten. Jo, es nennt sich Step. In der Traumbrache einer Fabrikruine soll ein seltenes, wildes Pokémon geben, das dich offenbar in eine Traumwelt entführen vermag. Oh, es will mich verführen in eine Traumwelt. Hier in Orion City an einem Orden zu kommen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Jedes Mal, wenn ich mich der Herausforderung stelle, erwarten mich Pokémon, deren Typ mir nicht liegt. Oh ja, ich weiß schon, was abgeht, aber das will ich euch nicht spoilern, ich glaube, das wisst ihr auch schon. Also, ein Pflanzen-Pokémon ist anfällig gegen ein Attacken vom Typ Feuer, aber ich weiß noch vieles mehr. Verschon uns bitte, oder gibst du uns vielleicht ein Item, wenn wir dich ausreden lassen? Nope. Schade, ich hätte dich zu gerne ausreden lassen. In Verbindung mit einem Item. Oh. Oh, coole Kamerafahrt. Na? Da gibt es dieses Model, das in letzter Zeit sehr beliebt ist.
Aber so schön wie Camilla auch ist, so stark ist auch sie mit ihrem Pokémon. Die Stärke eines Trainers kann man anhand der Anzahl seiner Orden ablesen. Wenn du als Trainer etwas auf dich hältst, dann fordere die Arenalatte heraus und hol dir den Orden, Mann. Okay. Im ersten Stock des Pokémon-Centers findest du die GTS, welche die ganze Welt miteinander verbindet. GTS steht für globale Tauschstation. Oh, cool. Oh. Och, bitte Kai, würdest du bitte hochgehen, meine Fresse? Ich mag's eben feurig, von daher trainiere ich nur mit Feuer-Pokémon, wenn du verstehst, was ich meine. Aber neulich hat mich einer mit seinen Wasser-Pokémon total nass gemacht. Oh. Tja, da werde ich wohl auch noch ein paar Pokémon eines anderen Types trainieren müssen. Oh. Okay, du brauchst nicht weiter erwähnen, du bist geil. 6 Pokémon zu trainieren ist ganz schön anstrengend. Es gibt daher nicht wenige Trainer, die auf ein Kernteam schwören und sich ganz und gar auf 3 Pokémon konzentrieren. Yo, ich brauche so langsam auch, ohne Scheiß, ein Flug-Pokémon wäre jetzt geil. Ohne Witz, ein Flug-Pokémon wäre geil. Aber es gibt einfach keine. Achso, ja, wir haben schon mit dir geredet. Ist ja gut, wir haben mit dir geredet. Ist okay. Meine Fresse. Ich liebe Pokémon und will noch mehr über sie wissen. Und ganz genau dafür gibt es die wunderbare Trainerschule. Ach, das ist die Trainerschule? Okay. Die Pokémon haben allerlei mysteriöse Fähigkeiten. Die meisten davon kommen im Kampf zum Tragen. Okay. Es gibt Attacken, die man nur mit technischen Maschinen erlernen kann. Eine technische Maschine kann beliebig auch verwendet werden, also nur zu. Und falls du mit einer Attacke nicht zufrieden bist, verwende doch einfach eine andere technische Maschine. Ich glaube, ab dieser Edition an sind die TMs unendlich oft verwendbar. Das war vorher nie so. Vorher war das nur bei VMs so und die VMs haben den Nachteil gehabt, dass man sie nur bei einem Attackenverlerner verlernen konnte. Das heißt, falls man jetzt ein gewisses Level erreicht hat und wollte seinen Pokémon eine Attacke beibringen und wollte die VM dadurch vergessen lassen, vergiss es, ging nicht. Aber jetzt scheint es an... Meine Fresse. Aber die TMs sind jetzt auf jeden Fall auf der Stufe von VMs. Sie sind sogar besser jetzt eigentlich, würde ich sagen. Sharon, was geht, du kleine Sau? Wird ein Pokémon vergiftet, schwinden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Na, Kai, hast du Bock? Suchst du die Arenaleiter? Jo. Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben, Alter. Du, Kai, tritt doch mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Okay, dann hau rein. Wir brauchen ja die Erfahrungspunkte. Gegen Sharon! Dann hau mal raus, was hast du für Pokémon am Start? Ein Floink. Ich hoffe, dass mich die Glut nicht nass macht. Wäre ein bisschen scheiße. Das wäre doof. Deswegen... Scheiße, nein. Okay. Es gibt ja so viele verschiedene Attacken. Manche treffen einfach immer und andere dagegen bieten eine Erzschlaggarantie. Yo, so ist es. Okay, der Glut zieht nicht so viel ab. Oh, da ist eine Beere am Start, wa? Oh, du Sau. Was? Alter, lass den Scheiß. Reiß dich zusammen, Mann. Alter. Natürlich muss es ein Volltreffer sein, ne? Ich meine, wir landen nie Volltreffer. Aber ansonsten ist alles okay, ne? Ich habe keinen Bock, den Kampf zu verlieren, Alter. Ohne Scheiß. Natürlich muss ich brennen. Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Was kommt als nächstes? Noch ein Volltreffer? Willst du mich verarschen oder so? Meine Fresse! Ah, ist doch kacke, Alter. Ist doch behindert. Natürlich habe ich kein Statusheilmittel. Ach, fick dich doch. Ja, Leute, ich werde den Kampf verlieren. Geil. Richtiger Skiller am Werk hier. Ja. Geil, wa? Das ist auch, weil es hier so scheiß Pokémon am Anfang gibt. Da weiß man gar nicht, was man fangen soll. Gäbe es wenigstens die Möglichkeit, ja, dass es hier Flug-Pokémon oder so irgend so eine Scheiße gibt, ey, dann wäre ja alles okay, aber ich mache hier noch nicht mit ein auf Freundschaft mit Fililou oder Yorkleff. Wie sehe ich denn aus?
Würdest du auch mal einen Volltreffer machen, du Bastard? Ey. Wie viel Glück kann man eigentlich haben mit dem Volltreffer? Und weißt du, wir ziehen dem gar nichts ab. Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß, ey? Natürlich. Der macht innerhalb von 3 Angriffen 2 Volltreffer. Das macht natürlich vollkommen Sinn. Und wir? Natürlich! Verpiss dich mit den scheiß Heilbriefen und sowas, Alter. Bist du behindert? Natürlich gibt es hier noch nicht mal Statusveränderungsheilmittel-Gedönse-Scheiße. Warum auch nicht? Nice, Leute. Erster Game Over. Ist doch geil, oder? Du möchtest zu einem Arenaleiter? Hier wirst du leider nicht fündig. Versuche dein Glück doch einmal in der Trainerschule. Nope. Ich suche mir erstmal neue Pokémon. Es gibt einige Trainer, die in der Trainer- oder in der Traumbrache trainieren. Begib dich auch mal dorthin. Vielleicht findest du ja etwas. Ja, ich hoffe, ich finde neue Pokémon, du Pisskind. Na, du Pedobär? Auch in den dunklen Orten gibt es Pokémon. Da hilft es, einen Finsterballzorn zu haben. Hier, der ist für dich, Bitch. Und, der Anzeige, keiner sieht. Hast du Bock zu knutschen oder so? Nein, alter Mann, lassen Sie uns in Ruhe. Gut, dann klappern wir wieder die Häuser ab so ein bisschen, erkunden die Stadt und im nächsten Part suchen wir uns da neue Pokémon. Ne? Bevor ich da zu der scheiß Trainerschule gehe. Also, mein Pokémon neulich war echt der Wahnsinn. Nach dem Kampf hat es doch statt glatt weiterentwickelt und Form und Aussehen geändert. Ich sollte langsamer lesen, das wäre eine bessere Option, da würde ich mich nicht tausendmal verquatschen, oder? Mal entwickeln sie sich, mal nicht. Die Pokémon sind wahrlich wundersame Geschöpfe. Auf keinen Fall raufgehen. Da ist gerade ein Experiment im Gange. Vivien hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Okay, dann verpissen wir uns halt, du Arschloch. Mann. Bitch. Na? Hey, Trainer, hast du auch genügend Pokébälle? Hier, den schenke ich dir. Superball erhalten! Schöne Sache. Weißt du, wir kriegen so früh im Spiel einen Superball, aber ein Paraheiler oder ein Gegengift oder ein Feuerheiler? Ah, bitte, Bitch, please. Meine Frau habe ich bei einem Pokémon-Kampf kennengelernt. Ich habe kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Mein Mann und ich sind wirklich wie füreinander bestimmt. Viel Spaß. Würdest bitte... Meine Fresse. Ein Trainer auf Reisen, wie schön. Deine Familie spricht jetzt bestimmt voller Stolz über dich. Die sind stolz, dass ich mich verpisst habe, ja? Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokémon-Kämpfe bestritten. Who cares? Was für Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Ein Spitzname festigt die Bindung zwischen dir und deinem Pokémon nochmal ungemein. Wenn du meinst, Sir, wenn du meinst. So, haben wir jetzt die ganze Stadt soweit erkundet? Ist alles gut? Ich glaube schon, ne? Oder ist hier vielleicht noch was? Nee, ne? Nö. Häuser ohne Eingang. Voll dumm. Total dämlich. Wo geht's eigentlich da lang und was steht hier drauf? Orion City. Die Stadt, die nach dem Dreigestirn benannt ist. Ach, das ist auch noch Orion City? Cool. Das käme mir jetzt vor wie so ein... Das ist doch ein Park, Alter. Weißt du, was eine technische Maschine ist? Ja, eine TM. Ein Gerät, mit dem du deinen Pokémon eben nur eine Attacke beibringen kannst. Du kannst sie beliebig oft einsetzen, Bitch. Hey, beleidige uns nicht, du Hurensohn. Na? Du besitzt ja gar keinen Orden. Also, da wirst du es ab hier aber mächtig schwer haben. Lass mich dir einen Rat geben. Versuche dir den Orden dieser Stadt zu erkämpfen, wenn du wissen willst, was in dir steckt. Okay. Ist das ein Pikachu-Baum? Pikachu-Baum, ja, Pikachu! Ein knuffiger Pikachu! Nom, nom, nom! Okay, dann würde ich sagen, erkunden wir hier noch den Park. Und dann würde ich sagen, was das für den Part? Superball erhalten! Und dann werden wir im nächsten Part mal neue Pokémon fangen. Wie sieht's aus? Seid ihr dabei? Ich meine, irgendwie müssen wir ja mal gucken, dass wir hier wieder neue Pokémon kommen, Alter. Okay, ja, da oben kommen wir doch sowieso nicht lang, weil er uns dann auffällt.
Oder? Ja, ist okay, ja, ist okay. Oh, bitte, ja, halt die Fresse. Verpiss dich. Oh Gott, Alter. Ich will doch einfach nur neue Pokémon fangen. Ist das so schwer zu verstehen? Zur Traumbrache. Hier üben frisch gebackene Trainer. Okay. Cool. Traumbrache. Gut, Leute, wir gucken uns die Traumbrache mal im nächsten Part an. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Sorry für das Game Over, aber... ja, was soll ich denn bitte schon machen? Wenn ich hier keine gescheiten Pokémon zu Anfang finde, dann kann ich auch nichts für. Und das ist ja blind, ne? Also, habt bitte Verständnis. Bis dahin, Leute. Haut rein, ciao.